Heute machen wir mal einen Rote-Bete-Salat mit Schafskäse. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, denn direkt nach dem Intro werden wir diesen schon zubereiten. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Kochtipp auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Mein Name ist Susch Vinzenz und heute gibt es einen vegetarischen Rote-Bete-Salat mit Schafskäse, Mayonnaise, Walnüsse und Apfel. Mal sehen, was wir noch alles reinmachen. Wir improvisieren ein bisschen und ja, fangen wir einfach mal an. Zuerst solltet ihr die Rote-Bete schälen. Ich mache diesen Salat mit den rohen Rote Beete, also ich koche sie nicht vorher ab, sondern ich lasse diese roh. So, dann packen wir die Rote Beete in die Küchenmaschine, welche ich euch mal vorgestellt habe. Wenn ihr das nicht wisst, wenn ihr das verpasst habt, wenn euch das interessiert, verlinke ich die euch gerne nochmal unten. Dann müsst ihr die Rote Beete klein schneiden, sodass diese in die Maschine hineinpasst. Nun werden wir diese raspeln. Und wie ihr nur sehen könnt, haben wir rote Finger und zwei geraspelte rote Beete. Also das reicht eigentlich für zwei Personen. Wenn ihr mehr Personen seid, dann macht einfach noch ein, zwei rote Beete mit hinein. So, als nächstes schneiden wir einen Apfel klein und packen diesen genauso in die Reibemaschine, ja, um ihn auch dann klein zu raspeln. So, jetzt geben wir etwas Salz hinzu, etwas Pfeffer. Ein bisschen Balsamico, dann kommt Salatmayonnaise oder Delikatessmayonnaise rein. Das könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr das möchtet. Achtet immer darauf, dass ihr mit einem Plastiklöffel in die Mayonnaise reingeht. Dann bleibt diese auch länger frisch. So, jetzt können wir noch ein bisschen Dill reinmachen. Könnt ihr auch nach Geschmack machen, wie ihr die liebt oder halt nicht liebt. Das ist euch völlig überlassen, wie viel das ihr reinmacht. So, dann könnt ihr das Ganze schon mal schön umrühren. Natürlich könnt ihr die rote Beete auch vorher kochen, aber ich sag mal, eine rohe rote Beete ist um etliches gesünder als eine gekochte. Von daher empfehle ich euch, die rote Beete roh zu lassen. Wenn ihr das aber nicht mögt, dann könnt ihr sie gerne auch kochen. Aber ihr seht ja, die Konsistenz ist wunderschön. So, und als letztes macht ihr noch den Schafskäse rein. Ich nehme da immer einen halben bis einen Dreiviertelsten Schafskäse. Das ist auch je nach Geschmack, wie ihr das möchtet. Das ist jedem selbst überlassen. Wenn ihr Veganer seid, dann könnt ihr natürlich auch den Schafskäse sowie die Mayonnaise weglassen. Und dann habt ihr einen veganen Rote-Bete-Salat. So, und das letzte Stückchen, das könnt ihr einfach noch darüber verreiben. Und dann lasst es euch schmecken. Wenn ihr weitere Zutaten wisst, die man reinmachen kann, oder wenn ihr irgendwas probiert habt, schreibt es in den Kommentaren.
Schreibt mir auch in den Kommentaren, wie es euch geschmeckt hat, ob ihr lieber etwas anders machen würdet. Verwendet dazu auch die Bewertungsfunktion mit einem Like oder Dislike. Und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin oder macht euch euren Rote-Bete-Salat. Bis bald.